So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn wir wollen mal wieder Samyang-Nudeln testen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wir haben ja schon gefühlt alle Samyang-Sorten durchprobiert. Wir haben eine Serie gemacht, 10 verschiedene, jeden Monat gab es eine Folge. Wir haben die 9 Sorten probiert, die Habanero-Lime, wir haben Samyang Potato, irgendwas probiert, wir haben irgendwelche Aufläufe gehabt, wir haben alles mögliche, wir haben sogar Cream Carbonara gefunden, obwohl ich glaube, das habt ihr noch gar nicht gesehen, das muss ich noch hochladen dann. Und es gab auch mal Samyang Bulldog Light, die Light Edition. Die sahen so ähnlich aus wie die hier. Aber es war nämlich auch eine schwarze Packung, wo die Hälfte so hell ist. Jetzt ist ja, die normalen Samyang-Nudeln sind ja einfach schwarz. Die Extremscharfen sind rot, die Too Spicy. Dann gibt es auch die Three Spicy, die wir auch getestet haben. Und das hat Ähnlichkeit mit dem Samyang Bulldog Light. Sind aber keine, wenn mich nicht alles täuscht. Hier steht nämlich drauf, Lovely Hot. Und hier unten steht, wo steht's denn? Jetzt muss ich selber mal gucken. One Half Spicy, also Half Spicy. Und das muss ein Unterschied sein. Das ist Samyang Lovely Hot Half Spicy, was wohl die mildesten Samyang-Nudeln ever sein sollen. Und eben auch dieses Küken mit dem Herz, das hast du bei den Samyang Light nicht gehabt. Light war ja, dass es 30% weniger scharf ist. Und wenn das die Hälfte ist, müssten es ja 50% der Schärfe nur sein. Und die Light waren auch gesünder, waren nicht frittiert und hatten deswegen auch nicht so viele Kalorien. Wer das nicht wusste, die Samyang-Nudeln sind nämlich immer so frittierte Nudeln, deswegen sind die immer so fett und brutal. Das sind also keine Light, das sind nur Lovely Hot. Noch besser, noch gesünder oder beziehungsweise noch weniger scharf sind im Endeffekt dann nur die. Das sind nämlich die Samyang Nudel, it's Nudel Plain Only. Das sind nämlich nur Samyang-Nudeln drin, ohne Soße. Und ohne Soße sind die natürlich gar nicht scharf, weil ja die Soße fehlt. Was das genau jetzt ist, wollen wir uns aber angucken. Deswegen machen wir jetzt die Lovely Hot One Half Spicy Samyang. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie man die zubereiten soll. Da steht wieder alles auf Japanisch drauf. Das sieht wieder anders aus, als wie ich es immer mache. Ich mache es aber trotzdem so, wie ich es immer mache. Und zwar packe ich mir das Nudelnetz in den Topf. Habe jetzt hier 600 Milliliter Wasser aufgekocht. Gieße das über die Nudeln. Dann lasse ich die Nudeln ein bisschen so stehen, dass sie etwas weich werden. Nachdem die ein kleines bisschen weich sind, aber immer noch sehr bissfest, gieße ich die ja immer ab. Lass die meistens abtropfen und pack sie zurück hier in den Topf. Diesmal für euch präsentiert, packe ich sie aber nicht in den Topf, sondern lasse sie ein bisschen abtropfen und packe sie auf den super genialen, fetten, großen Teller, damit ihr die besser sehen könnt. So, die kippe ich jetzt hier drauf. Wir sollen ja eh ein bisschen Brühe übrig lassen. Fürs Pulver, für die Soße, für alles. Den nehmen wir jetzt mit raus und dann machen wir das Pulver drauf. Also die Soße. So, wir sind zurück mit dem Nudelteller. So sieht er aus. Sieht recht wenig aus, wenn ich mir das so betrachte. Deswegen mache ich mir meistens 2 Portionen mit einmal. Wir haben einen Beutel Soße und wir haben einmal Flakes. Das müsste ja das gleiche sein. So Sesam und Algen. Aber halt in einem anderen Tütchen mit einer ganz anderen Farbe. Und überall steht Lovely Hot drauf. Auch auf dem Soßenbeutel steht extra Lovely Hot. Nichts von Light oder was anderem. Also ich bin echt gespannt. Pupsi sucht ja die ganze Zeit schon nach einer Sorte, die sie auch essen kann, ohne Bedenken. Und die meisten waren ihr trotzdem zu scharf. Jetzt kippen wir das mal hier drauf. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Sieht aus wie ganz normale Samyang-Soße. Bisschen ölig, bisschen glitschig, bisschen dunkel, beziehungsweise manche ist ja wirklich kohlrabenschwarz. Die sieht eher ein bisschen rötlich-feurig aus. Gerade die, die nicht scharf sein soll, sieht feurig und rot aus. So, machen wir jetzt die Flakes schon drauf. Wir machen es mal ein bisschen rum. Die Flakes machen wir wirklich zum Schluss. Wir machen es ein bisschen rum. Ein Plastikteller ist immer schlecht, weil der wird auch feuerrot. Der sieht danach aus, als könntest du den wegschmeißen. Deswegen mache ich das immer gerne in dem Edelstahltopf, wenn ich mir 2 Dinger zusammenrühre. Den kannst du so einfach sauber machen. Da haftet nichts dran. Aber hier die Teller, die sind dann meistens ein bisschen versaut. Und so mag ich meine Samyang-Nudeln, wenn die wirklich hier so zurechtgemacht sind. Schön in Soße getunkt.
da jetzt dieses Tütchen drauf. So, da fliegt schon alles rum. Den Rest will ich auch hier vorne so ein bisschen drauf streuen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Pack mal auch hier hin, zeig mal euch mal. So sieht das jetzt hier aus, als hätte der Vogel drauf geschissen, ne? So probieren wir das jetzt und dann bin ich gespannt. 4 Tütchen sind ja noch da. Es war wieder ein 5er-Pack, Original Samyang, wie es halt so ist, wie man so kennt. 5er-Pack, 4 sind noch da. Vielleicht ist das jetzt eine Sorte, die Pupsi essen kann, ohne Bedenken. Diese Samyang Lovely Huat. Kurz fürs Thumbnail reingehalten und jetzt essen. So, nehmen wir uns mal eine Gabel raus. Also ihr merkt trotzdem eine Schärfe, das ist schon mal sehr gut. Wäre nämlich schade, wenn es jetzt gar nichts mehr mit Samyang zu tun hätte. Aber ich merke schon, die sind wirklich mild. Was den typischen Samyang-Geschmack? Oder ist auch typisch Sesam und Algen. Das ist bei allen anderen Sachen, da ist ja plötzlich Käsepulver drin, da ist irgendwie Chinakohl drin, da sind Erbsen drin, da ist sonst was drin. Aber wie bei den Original-Samyang und wie bei den Too Spicy ist hier einfach Alge und Sesam. Und die sind wirklich angenehm, die sind wirklich mild. Ich glaubt man gar nicht, oder? Wenn man sich das so anhört. Ich glaube, das ist wirklich eine Sorte. Auch für die Leute geeignet, die sich bisher nicht an Samyang rangetraut haben und sagen, sie möchten mal mit dem Samyang-Universum Kontakt aufnehmen. Und probiert mal die Lovely Hot. Und wenn ihr die richtig gut abkönnt, ohne irgendwas, dann traut euch an die Schwarzen. Dann traut euch an die Too Spicy. Dann traut euch an die Three Spicy und steigert euch. Ich finde es gut, mir schmeckt es weiterhin. Danke an Pupsi, die hat ihn nämlich entdeckt. Pupsi, wenn die manchmal so am Handy ist, während andere Frauen sonst was machen, guckt Pupsi immer nach Samyang-Nudeln für einen Bubi. Deswegen danke Pupsi und ich hoffe, die restlichen 4 Portionen, die restlichen 4 Päckchen sind für dich. Wenn ihr die auch schon mal gesehen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr die gerne mal probieren möchtet, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr die suchen, googeln, wie auch immer. Lovely Hot One Half Spicy, Half Spicy, wie auch immer. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, vorhaut, euer Ramses. Mmh.